Hallo und herzlich willkommen zurück zu Dragon's Dogma. Wir sind in der Abtei, weil wir Kina quasi, beziehungsweise der Oberin, ein Geschenk für Kina gebracht haben, die jetzt auf die Reise geht zur großen Kathedrale. Jetzt kehren wir zurück nach Grand Sorin. Und gucken, was wir da noch machen können an Aufträgen. Und wie ihr gesehen habt, waren da alle drei. So, jetzt schauen wir mal, was wir denn auch an Aufträgen haben. Ich weiß es nämlich gerade gar nicht. Genau, wir bringen den Ring zurück. Wir müssen den Ring von Salomate, den der geklaut hat, zurückbringen. Da wird sich der Herzog sehr freuen. Wer es nicht gesehen hat, ein böser Magier hat dem Herzog einen ganz wichtigen Ring geklaut. Wir haben den dann so ein bisschen gejagt, von der Mine quasi zum Blue Moon Tower. Dort haben wir ihn gestellt, haben ihn erschlagen und er hat den Ring verloren. Jetzt haben wir ihn und jetzt gehen wir ganz schnell zum Kämmerer und übergeben den Ring. Und da wird des Herzogs Freude groß sein. Es kann jetzt allerdings auch sein, dass uns kurz nochmal Margaret, heißt sie glaube ich, die Magd von der Herzogin aufhält und uns was berichtet. Wir haben ja, vielleicht erinnert ihr euch, wir haben mit der Herzogin ja gesprochen. Da ist ein Stein, wie langweilig. Wir haben mit der Herzogin ja gesprochen, die hat ja Angst vor ihrem Mann. Aber scheint so, als, ja, würden wir nicht aufgehalten werden, sondern könnten direkt zum Kämmerer gehen. Ah, da ist dieser widerliche Narr. Boah, ich finde den so schrecklich. Hallo. Salamet ist hier in Grancis yet. Ja, wir haben ihn doch schon. Hallo. Someone, we must find him and we must have that ring back. Aber das haben wir doch schon gemacht. So, guck mal, da ist er. Jetzt überreicht man. The ring is recovered. Ja. Na, guck mal an. Jetzt wird er dann doch kindisch. Da hast du recht. Der Herzog wird ihn wohl behüten und die Sicherheitsmängel des Schlosses behoben sehen. Ja, das hoffe ich doch. Bitte schön, gerne gemacht. Auftrag gemeistert. Ich finde ja, dass sich der König jetzt mal freuen könnte, aber nee, der hockt bloß da. Also gut, dann fragen wir dich, was gibt's an Aufträgen? Klar. Na Logo, wir liefern immer gute Arbeit ab. Ja, Lady Mercedes beistehen. Ja, das machen wir doch. I had a task I wished entrusted to you, sir. Mhm. But Sir Mercedes insisted it be hers instead. Okay. Da gibt es also eine Aufgabe, die will er uns geben, aber Lady Mercedes hätte sie gerne. So, jetzt hört ihr, sie ist die Tochter des Lords von Hertheim. Das ist ein anderes Reich dort. Und sie ist als Ritterin gekommen, aber sie ist halt trotzdem die Tochter und deswegen würde der Aldus sie gerne vom Unbill fernhalten. So, und er will, es macht ihm das Herz schwer, ach Gott. Ja, dann gib halt nach, ist doch gut, dann macht's halt Mercedes, mein Gott. Also gut. Okay, er will, dass wir sie wenigstens begleiten. Ja, na klar, machen wir das. Also, dann auf zu Lady Mercedes. Mädchen, wo bist du? Guck mal am besten in die Karte. In die Karte, Jolina. Wo ist sie denn? Ich sehe sie nicht. Aufträge, müssen wir den erst aktivieren? Ja. Hochmut kommt vor dem Fall. Sprecht mit Mercedes. Versucht im Gespräch mit Mercedes hinter ihre Beweggründe zu kommen. Na, dann versuchen wir das mal, wenn wir sie denn finden. Oh, sie steht am Ausgang. Gut, dann gehen wir mal raus. Wenn die schon draußen ist. Hallo, aufmachen. Aufmachen. Was ist denn mit dem da? Der hat auch irgendwas Rotes. Können wir den was fragen? Was erzählst du mir dann? Ja, ich will keinen Tonkrug. Ich will mit dem Mann reden.
Lord Julian is well enough, but Sir Mercedes is more burden than Boomtalk is. Ach, guck an. Lord Julian ist recht brauchbar, doch Lady Mercedes ist mehr Bürde als Segen, sagt man. Der Julian, das ist der, bei dem der Quest des Verfolgens gescheitert ist, also dieser blonde Jüngling. She's daughter to the Lord of Hearthstone, you see. Ja, das wissen wir mittlerweile. For a knight sent to aid the Duke, won his precious little praise of her skill. Oh, offensichtlich hält man die nicht für sehr fähig. If the woman falls before the dragon ever arrives, we'll have another war on our hands. Jetzt haben die Angst, wenn der was passierte Mercedes, dass sie dann bevor der Drachen kommt mit Hertheim Ärger haben. Aha. Lord Julian is well enough. Okay, gut, das hast du uns alles schon erzählt. Ja, gut, also das war jetzt aufschlussreich. Und wer steht hier? Kannst du mir was erzählen? Komm, sag mir was. The Stone of the North? Aye. There's tell Lord Julian rode for there not long ago. Aha, die Zitadelle des Nordens, da waren wir ja, haben den Zeugen geholt. Ja, man munkelt, Lord Julian sei vor nicht allzu langer Zeit dorthin geritten. I don't care the cause of the uproar, but I'll warrant the matters well in hand. Ach, da ist ein Aufruhr. Aha. By all accounts, he's as skilled a diplomat as a warrior. Equal parts fox and lion, that one. Oh, nach allem, was man hört, ist sein Verhandlungsgeschick, seiner Kriegskunst ebenbürtig. Halb Fuchs, halb Löwe, das ist er. Fröstel. Was ein Tausendsasser. Und du, was kannst du mir erzählen? There's talk of revolt in the north. Won't say I cannot understand the impulse. Okay. Manning a desolate stronghold that just as like serves no use in staying the dragon is mean. There's only so much fear. Also gut, wir haben im Norden in der Feste offensichtlich einen Aufstand. Dann hüpfen wir mal darüber. Da steht Mercedes. Jetzt sprechen wir die mal an, das wollen wir ja tun. Aber mal gucken, was die uns erzählt. Sprich. I take it you've heard. Then you'll know that this task is mine. Ja, das haben wir gehört. I'll not be an idle burden on the Duke's hospitality any longer. Aber warum nicht? And surely you've won enough glory, sir. Ihr habt doch gewiss schon genug Ruhm geerntet. Gewährt mir diese Gelegenheit, mich zu bewähren. Ach, Mercedes, klar. This matter concerns Lord Julian as well. Ja, was hat das jetzt mit Julian zu tun? There is talk of dark happenings at the Stone of the North. Lord Julian's watch. Ah, okay, die Zitadelle des Nordens ist die Bastion von Lord Julian und da scheint es offensichtlich irgendwie schräg zuzugehen. He set up for the hold himself some time ago, but there has been no word since. Someone must go and see what has become of him. As a fellow guest of the Duke's, I felt it my duty. Also gut, darfst du machen. I would forbid you from interceding, but you no doubt have your own reasons for going. Nicht wirklich, Mercedes, weil ich weiß nicht, was hier jetzt passiert. I will not stop you from joining me, but neither can I wait. Follow if you wish, sir. I am off. Oh Gott, ich werde euch weder hindern, mich zu begleiten, noch kann ich euch auf euch warten. Folgt mir, falls ihr es wünscht. Ich gehe nun. Ja, reist zum Sturmklippenturm. Sturmklippenturm. Lass mal gucken. Das ist doch die Nordfeste. Die ist da Richtung... Ups, nicht Details. Die ist da Richtung... Mal gucken. Die ist da Richtung Blue Moon Tower, oder? Ist das die? Umgebungskarte. Ja, genau. Da beim Hünengrab. Hügelgrab? Ach, ist ja auch egal. Da, wo der Drachengeweihte ist. Drachengeweihter? Ach, egal. Wir laufen da jetzt schnell hin. Ach, da müssen wir schon wieder bei den Banditen vorbei. Holdrio, ja. Kommt Mädels, auf geht's. Ja, hallo Sir Maximilian. Wir vergeuden jetzt auch gar keine Zeit mit Einkaufen und solchen Dingen. Und dann rennen ganz schnell dahin. The Knights Champion. The Knights Champion, da sind wir gescheitert. Der hat uns erwischt. So, jetzt muss ich aufpassen, dass ich niemanden umrenne. Da geht's lang. Wir nehmen die Abkürzung. Juppa, 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 juppa. Huhu, und hüpf. Ja, Gott, bin ich eine coole Motte. Ah, es ist schön, jung zu sein und zu rennen. Und guck mal, ei, der Witzker. Ich weiß gar nicht, was heute los ist. Entschuldigt. So, der nötige Ernst. Wir rennen ganz schnell zur Feste. Weil, was man ja nicht vergessen kann, mal ganz abgesehen von der Gefährdung durch den Drachen und auch von der Gefährdung durch die Erlöser,
Da ist auch noch das eine oder andere aufzulösen, glaube ich. Also da haben wir längst noch nicht alles erfahren, was die Erlöser angeht. Die Drachenverehrer, die werden uns sicherlich noch mal irgendwann irgendwo begegnen. Aber mal davon abgesehen, darf man nicht vergessen, dass es ja auch hier in dieser Welt es mehrere Länder gibt, wissen wir ja jetzt. Da haben wir hier Grenzis, dann haben wir Nördheim und woher Julien kommt, weiß ich nicht, auch von irgendeinem anderen Land. Und die sind alle ein wenig politisch labil, instabil oder aber, nein, so stimmt es auch nicht genau genommen, ja, sind die sich nicht grün, genau. Die sind sich gegenseitig nicht grün, wie es halt oft so mit Ländern ist. Und alle haben natürlich Angst vor der Drachenbedrohung und jedes Land ist froh, dass die Drachenbedrohung nicht in seinem Land stattfindet, außer Grenzis, weil da findet statt. Die sind da natürlich wenig froh. Was liegt denn da drüben? Was liegt da? Was ist das? Hallo? Was habt ihr da? No cause for worry, friend. The beast is well and dead. Sir Morris. It was quite fortuitous to stumble on such a creature freshly fallen. Was haben wir denn da? Was bist du? Leute, das ist ein Basilisk. Den habe ich jetzt aber auch noch nie gesehen hier. Das ist ein Basilisk. Den haben die hier irgendwie tot gefunden. Na gut, wenn du tot bist, ist gut. Brauchen wir uns nicht weiter drum kümmern. Dann rennen wir jetzt weiter zur Feste. Hallo Mädels. Genau, und die haben natürlich politische Fäden. Also ich glaube, da war ich irgendwo so thematisch, ne? Von bei den verschiedenen Ländern. Und möglicherweise versuchte Julien die Leute in der Nordfeste, ach lass mich in Ruhe, Yeti mit den Goblins, die Leute von der Nordfeste irgendwie zu beeinflussen, falls es zum, ja, zum Krieg kommen sollte. Na, irgendwie sowas. Also Politik halt. Also wenn es um Politik geht, Leute, bin ich ganz, ganz... Oh mein Gott, Analphabetin. Also Politik ist schlimmer als Shooter für mich. Da, also da habe ich gar keine Chance. Beim Shooter komme ich ja wenigstens durch. Auf die eine oder andere Art. Und bei Politik, da habe ich überhaupt keinen Sinn für. Also das ist für mich ein Buch mit 7 Siegeln und da habe ich auch echt keine Böcke, mich mit zu beschäftigen. Und bei dieser Geschichte hier, dieser Quest, geht es um Politik. Und wir haben jetzt zwar schon eine Weile gespielt, aber wir gucken das bis zum Ende an hier. Die Folgen werden länger, das merkt ihr. Aber angesichts dessen, was ich euch vorhin vorgerechnet habe, oder war es das letzte Mal, ist ja auch egal, jedenfalls, ne, ich will ja keine 2 Jahre spielen. Guck mal, da geht es schon ordentlich ab hier. Findet Mercedes. Also gut, ich glaube, meine Vasallin hat es auch schon gesagt, wir sollen Mercedes finden. Wo ist sie? Da, oh, gegen die Wand gelaufen. Kommt man, was ist das? Oh, kommt man nicht rein? Ich werde auf den Rücken einschlagen. Yeti? Yeti schlägt auf den Rücken ein. Da geht's hoch. Da ist Mercedes. Da rennt sie. So. Jetzt, ohne Vorräte, sind die Männer der stärksten Rüstfestung machtlos. Ja, das stimmt. Voller Bauch studiert nicht gern und er kämpft nicht gern. So, und jetzt gucken wir mal zu, was hier passiert. Salvation? You place me in ill company. I'm a man of this world. Fantasies of death and redemption concern me not one whit. Now, legends. Legends stoke up the masses. If Duke Edmund were to best a second dragon, Grancis would take the ascent. But her neighbors ill want a giant looming at their borders, am I wrong? Spare me your sophistry. The word neighbor sours on your forky tongue. Our lands have long sworn unstinting aid to any neighbor beset by the dragon. Unstinting, you say? Tell me then, why has your lord father not sent your brother,
joined by Hearthstone's finest steel. Why am I speaking instead with a bleating she-goat mocked even by her own men? Ay-ay-ay. We retract those words, sir! Else suffer what consequence? Else I shall wash my honor clean in your blood! And you? You will play her second? I would welcome the challenge. Stay out of this! Made an open mockery of me and my homeland! Oi, oi, oi. Jetzt. Beobachte das Duell. They trusted you are above the base treasons of Salvation's like. The Knight's champion. An oathbreaker of your ilk is champion to no man, Julian. Salvation? Damn's a lot of them. And their idle talk of destruction and redemption. They were convenient to my purpose, nothing more. The day of Edmund Dragonsbane is past. He will not slay another worm. So what cause is served by sending men to die for his pleasure? The swift death of Krancis is the greatest mercy to our neighbors. And what of those of this land who will die for your peace? Will you stand idly by while a people lose their land? Their very lives to a plague of beasts. You are no knight, villain. Pray, think of the morrow. The dragon will come again to your homeland and to mine. Who shall stand against it then, if we are spent, all of us, for having held to some ancient pact? What is gained by all our deaths? Not, I say, and not would say your Lord Father. How dare you, sir? I will not suffer such slander. Has he sent his finest blades? A general fit to listen? No, he sent an ornament, so she be too daft to see it. Tis an empty show. Bastard! Do it. Your head is a meager trophy. The men of the fort may have use of you yet. Even a she-goat's skin can warm a desperate man of knights. What? He's no slander beneath you. The duel is well and settled, Arisen. Be gone from my sight at once. Yeah, no? I've no more patience to indulge your play at knighthood, little girl. Your failure to quell the revolt is cause enough to run home to Hearthstone, tail twixt your legs. I tell you this in the spirit of mercy. If you cannot best me, you cannot best the dragon. Run along home while you yet live. Do you think me cruel, Arisen? 'Tis a sorry truth that righteousness is a rare luxury in war. You are pledged to slay the worm, and that alone. No oath binds you to the Duke, nor would my death do you any great service. The Hazors might call me a monster, but I am no dragon, sir. What say you? Tja, Leute, also wie gesagt, Politik. Der Julian, der hat mit der Erlösung kooperiert, weil er... Make a pitiable sight. I knew. I am a meager choice to send as aid. I know it well. Still... I could not. Oh Mann, komm, jetzt sprechen wir sie noch kurz an. Die sieht ja wirklich fertig aus. Ja, so richtig, richtig gut siehst du nicht aus. Gut, okay. Also da kommt jetzt nichts mehr.
Oder doch nochmal? Ja, so schlecht hast du dich nicht geschlagen, Mercedes. I am weak. I serve no purpose here, save as hollow homage to an empty pact. Aids in name only. Hearthstone nor Grancis, there's not a man in either who expected anything else of me. I knew it well enough, tasted it on every breath I drew. Yet still, I fancied myself a knight. A reason. I will return to Hearthstone. Not to lick my wounds, but to petition my Lord Father that Grancis people receive true aid. I will not send you to meet the dragon with their fates weighing upon you. After, I shall return here to aid you however I may. I am a fool. Pray, accept this token. I haven't much to give, but it would please me to know it provided you some small comfort on your journey. Tja, ein silbernes Rapier, also irgendein Schwert. Also gut, dann haben wir das jetzt mal ganz kurz zusammengefasst. Es ist natürlich Politik. Julian hat mit den Erlösern kooperiert, weil er in jedem Fall vermeiden wollte, dass über den Tod des Drachen Grancis zu weit mächtiger wird. Genau, das war es eigentlich. Das war das, was passiert ist, und die Mercedes ist ihm auf die Spur gekommen, weil sie ans Gute glaubt und eigentlich bloß der Platzfüller ist, der Platzhalter. Also vorgeschobene Hilfe für Grancis. Ja, ja, ist jetzt geknickt. Ja. Habt ihr das begriffen? Wenn ihr es nicht begriffen habt, schreibt es in die Kommentare, dann erzähle ich es das nächste Mal nochmal. Aber jetzt machen wir Schluss und ich wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend und ein schönes Wochenende. Bis bald. Ciao.